Willkommen zurück bei Tropico 6. Mir ist noch eingefallen, beziehungsweise habe ich dann in einem Video gesehen, wo geht das jetzt hier? Ich habe wohl versehentlich tatsächlich Workaholic ausgewählt. Das wollte ich natürlich gar nicht. Ich wollte natürlich bei Charismatisch bleiben. Das muss ich versehentlich ausgewählt haben. Das war's auch schon. Jetzt können wir auch zurück zu... Ach ja. Wir müssen die Spione aufdecken und sie dann einsperren. Na gut, aufgedeckt sind ja schon ein paar, die könnten wir schon mal einsperren. Windhams Spion. Jetzt einen Drink. So, festnehmen. Durch, bitte? Ja, ins Gefängnis rein. Kann ich helfen? Ist bereits in Gewahrsam. Tut mir leid, heute bitte nicht. Doch, heute geht ins Gefängnis. Und hier noch Mary Gallagher schon wieder. Welch ein Tag. Er ist wieder bereits in Gewahrsam, schon wieder. Aber wir haben ja noch andere Verbrecher, wenn wir schon wieder... Kann ich helfen? Ist bereits in Gewahrsam. Sie kommen mir bekannt vor. Sind schon alle in Gewahrsam. Wie geht es Ihnen heute? Sind schon alle in Gewahrsam. Ich fühle mich beobachtet. Aha. Zoe Decker auch. Gut, dann... Dann geht das gerade nicht. Ja, gut, dann schalte ich einfach mal weiter. Habe ich eigentlich schon Leute in die Botschaft eingeladen? Ja. Bündnis. Grüße, Präsidente und alle mithörenden Spione. Ich versichere Ihnen, dass im Laufe dieses Gesprächs keine sensiblen Informationen preisgegeben werden. Wir haben jedoch ein kleines Problem und bitten um Ihre Hilfe, Präsidente. Das Kollektiv respektiert Ihre Methoden und Ihre Flexibilität. Sie sind in vielerlei Hinsicht unser Lieblingsdiktator. Ja, was soll ich machen? Spionageakademie. Was macht die denn gerade? Nichts. Dann macht sie mal Überfallspionage beenden. Aber welchen? Wahrscheinlich irgendeinen. Dann machen wir doch Spionage für... Ah, machen wir einfach... Ja, dreimal so und dann noch einmal Regimewerkzeug. Und hier, ja, ich glaube, wir sollten langsam mal so eine Sachen uns ranholen. Vielleicht. Ich meine, das Taj Mahal, das hatten wir erst einmal. Der Eiffelturm ist aber auch nicht schlecht. Ich hol mal den Eiffelturm. Und hier. Ja, hier. Da gefällt mir immer noch das Brandenburger Tor am besten. Machen wir das erstmal. Da laufen die Leute lang, die was verhaften. Und jetzt könnten wir uns doch mal überlegen. Wir könnten doch mal toll irgendwie in die Wirtschaft investieren. Zum Beispiel könnten wir uns mal ein Forschungslabor holen. So, wartet mal, Leute. Weg mit der Bibliothek. Und da kommt jetzt, sollte das schon fertig abgerissen werden. So, jetzt aber. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Bei Medien und Bildung natürlich. Ein Forschungslabor. Habe ich schon irgendwo eins? Nee, ich habe doch keins, oder? Nein. Nein, das ist ein Stahlwerk. Das ist was ein bisschen was anderes schon. Muss man mal so sagen. Aber. Wohin damit? Ja, hier vielleicht. Hier passt doch irgendwie thematisch noch ein bisschen rein. Nur platzmäßig passt es hier nicht rein. Ah, hier passt es gut hin. Okay, dann steht es jetzt da. Und... Soll ich hier Schutztürme einfach mal bauen? Nee, was ich erstmal... Wisst ihr was, Leute? Wir könnten doch vielleicht mal... Ich habe hier jetzt ein Stahlwerk. Dann könnte ich doch jetzt Gummifelder holen. Plantage. Und unten ist Gummi. Ja. Wo wächst das denn so? Das scheint in so einem sumpfigen Gegend immer zu wachsen. Das war auch schon auf Flüsterkneipe, so dass da Gummi in diesem Sumpfgebiet immer wuchs. Ja, wo genau wollen wir es platzieren? Es wäre schön, wenn wir den Radius von dem Miststreuer gehen würde, aber das wird wohl nicht gehen. Ja, man könnte es auch hier platzieren eigentlich. Das wäre eigentlich ein bisschen besser, wenn ich es mir mal so überlege. Das wäre näher dran am Stahlwerk noch. Ja, dann können wir ja platzieren wir die doch einfach mal hier, oder? Weil das mit dem Miststreuer ist dann wieder ein Problem. Was ist denn da unten an Farm? Was könnten wir denn hier? Schafe? Oh, Krokodile vielleicht. Ja, ja, und dann würde das doch schon gehen. Das würde dann gehen. Also, wieder Gummi rangeschafft. Ja, wo am besten? Oh ja, könnte man doch direkt...
Mit, so drehe ich es. Ich wollte gerade mit Steuerung drehen, aber das geht natürlich nicht. So, machen wir mal so und dann passt ja auch sicher noch ein Feld hin. Nee. Nur ein Feld. Na gut, dann müssen wir uns jetzt halt nein, farmen. Krokodile. 89% ist aber jetzt auch nicht so viel. 94, das ist schon besser. Oder was mit Ziegen vielleicht? Nee, Ziegen weniger. Schafe, ach nee, die bringen ja wieder was Gemischtes. Ja, nee, holen wir uns mal. Hä? Ah, Mann, jetzt habe ich weggedrückt. Krokodil, so. Hier, und das Krokodil kommt hier hin. Oh, wenn ich ein Stück zurücksetze, kriege ich Effizienz höher. Das machen wir doch dann mal. Also jetzt brauche ich noch den Witzstreuer, der beides abdeckt. Das wäre dann machen wir. So. Alles klar, das will ich jetzt erstmal bauen. Das bisschen Geld behalte ich jetzt mal. Ja, die Leute, wie wir die finden. Ach, da könnte ich am besten den Überfallbeobachtung bei der Spionageakademie dann machen. Sobald die das hier fertig haben. Ja. Enthüllt die verborgenen Rollen. Dann könnten die das mal machen. Damit wir diese Spione weiter aufdecken. Das könnte ich doch auch. Geburtstag. Was war das denn gerade? Habe ich irgendeinen Bürger gerade angeklickt versehentlich? Was war das? Egal. Ich könnte ja mal diese Schutztürme bauen, die der Rodriguez haben wollte. Und der kann ich ja auch die Rollen aufdecken. Also ich habe schon die Kontrollpunkte, aber unten wäre ein bisschen mehr Sicherheit auch nicht schlecht. So, einen dritten Schutzturm, wo ist denn die Sicherheit noch schlecht? Bei der Piratenbucht natürlich, wo auch sonst. Passt aber irgendwie nicht so ganz daneben. Na hier, so. Also dann wird der Rodriguez auch zufrieden. Und irgendwie müsste da noch mehr Zeug reinkommen. Ich meine, wir haben ein Baumwollfeld. Auf gar nicht mal so hohe Effizienz allerdings ist irgendwo. Und warum das denn? Das hier ist auch Weidenprohibition. Merkwürdig. Liegt hier auch nicht viel Baumwolle rum. Schon ein bisschen. Weißt du was? Wir könnten vielleicht hier mal die zweite Schicht kaufen. Vielleicht bringt das was. Ach, wir haben eine Konservenfabrik. Richtig, haben wir. Hab ich schon wieder vergessen. Rum kann ich den mal verkaufen. Und den kann ich mal Zigarren verkaufen. Die, ja, holen wir es mal noch in Handelsrute. Die Zigarre muss ich zwar erstmal anbauen, aber das können wir mal machen. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Tabak. So, wo wächst denn der Tabak? Hier würde Tabak wachsen. Auch recht gut sogar. Aber vielleicht ist hier hinten noch besser. Die ist jetzt auch nicht unbedingt hoch, die Effizienz. Gut, 91% ist jetzt schon auch nicht schlecht, aber das muss man ja auch mal sagen. Aber hier kriege ich doch irgendwie 96, ja, 96. Nun, wenn wir hier 96 kriegen, dann... So würde ich 96 kriegen. So würde ich sogar 97 kriegen. Nun, wow, was wackelt denn da so? Dann holen wir uns doch mal eben hier die 97%. So. Und, achso, da müsste ich noch eine Zigarre... Da fehlt jetzt ja ein paar Felder, aber... Das senkt doch bestimmt die Effizienz. Ich hoffe mal, das macht nichts. So, jetzt brauche ich noch die Zigarrenfabrik, sonst bringt das ja nichts. Und die bauen wir, ja, die bauen wir dann mal. Vielleicht dann direkt hier hin, neben die Kommando gar nicht so und eine Zigarrenfabrik. Das passt doch thematisch auch. Also eigentlich nicht, ich wüsste nicht, warum es passen sollte, aber Schokoladenfabrik könnten wir doch auch mal bauen. Und Fahrzeuge wollte ich auch. Na gut, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Geld ansammeln. Achso, ich könnte hier mal die finanzielle Unterstützung. Warum geht das jetzt nicht mehr? Ich habe doch. Warum ist das so schnell gesunken, obwohl ich doch Bündnis angefragt habe? Hä? Verstehe ich nicht. Vielleicht könnte ich mal ihre Cocktailbar, die haben wollen, bauen. Werde ich mir, glaube ich, nicht leisten können, aber die Blaupause kann ich ja schon mal holen. Was kann ich hier eigentlich machen? Also, freie Ausreise mache ich da mal. Huch. So. Ja, ich
gerade die falsche Taste gedrückt. Oh, wir sind schon im Kalten Krieg in den 30. Das ist ja interessant. Eigentlich kommt man ja, glaube ich, erst 1945, so mit der S10, da sind wir ja unserer Zeit voraus. Ah, Spione von Windham wurden aufgedeckt, zusätzliche. Und wir müssen mal hier was mit der Spaßzufriedenheit tun. Ich sollte wahrscheinlich sowieso mal diese Cocktailbar bauen. Darf ich kurz durch? So viel Verlauf. Und wem geht's denn gerade das Festnehmen? Wie geht es Ihnen heute? Bei denen war bei Elizabeth Evans. Ich fühle mich beobachtet. Und bei Susan Ruiz. Bei denen geht das. Beide aus dem Vereinigten Königreich. Und auch dieselbe Frisur. Das kann kein Zufall sein. Na, wir nehmen sie einfach mal fest. Und dann haben wir das ja bald mit Windhams Spion. Oh, noch einer entdeckt. Sehr schön, sehr schön. Habe ich da... Ja, die hat ja wieder die Frisur. Was hat er damit gemeint? Susan Martinez. Warum hat die denn... Egal. Das war eigentlich das Königreich, aber der Nachname klingt nicht sehr englisch. Doppeleinwanderer. Er ist jetzt zwar echt in Königreich eingewandert und jetzt nach Tropico. Sehr verdächtig. Muss von Windham. Ach, hier steht, die sind alle aus dem Vereinigten Königreich von Windham, was? Weil. Steht das. Ist das so? Ach ja, natürlich. Ah ja, gut. Er gibt ja irgendwie Sinn, weil der Windham daher sein soll. Was ich übrigens nicht verstehe, das habe ich nie verstanden bei Tropico. Man soll hier, es wird immer so klar gemacht, dass man hier die Kolonie vom Vereinigten Königreich ist. Eben, der Typ heißt Windham und so, das wird ja schon immer sehr klar. Aber hier ist doch alles so spanisch fokussiert. Also so von der Sprache, das wird doch eigentlich so spanisch. Hier die Aufschriften sind alle spanisch. Das verstehe ich irgendwie immer nicht so ganz. Das müsste doch dann, warum ist man da nicht die Kolonie von Spanien gewesen? Versteht ihr das? Das ergibt irgendwie keinen Sinn für mich. Aber gut. Wo ist eigentlich unser Gefängnis nochmal? Ich habe doch irgendwo eins. Ach, hier unten war das. Da sind ja auch schon ordentlich Leute drin. Mhm. Gut. Warum habe ich so wenig Geld? Das ist nicht gut. Dass wir hier jetzt Tabak haben, ist hingegen gut. Den können wir nämlich in dieser Zigarrenfabrik hier verarbeiten, die noch im Bau ist. Da fällt mir ein, kaufen Sie echtes Maschinengewehr. Ach, ja. Echtes Maschinengewehr. Ich fühle mich endlich wieder sicher. So sicher, dass ich meine Männer eine zusätzliche Basis für sie habe vorbereiten lassen. Nur um ganz sicher zu sein. Sicherheit geht vor. Das ist das Motto des Militärs von Tropico. Wir hatten schon seit 200 Tagen keine Unfälle mehr. Wir sind davon überzeugt, dass man seine Knarren immer bereit halten muss, um Krieg zu vermeiden. Und darauf achten muss, dass sie gesichert ist. Gut. Wir könnten den perfekten Moment für den Angriff abwarten oder uns aus allen Rohren feuernd hineinstürzen. Ja, dann verzögert ihn doch mal. Wenn wir Waffen hätten. Verzögert ihn dann eben erstmal. Jetzt hier mit dem Tabak. Noch nicht sehr gut. Er wurde wohl noch nicht ausgeliefert. Wird bestimmt noch kommen. Werden die Spione nicht langsam mal verhaftet? Sie? Kann ich helfen? Mir scheinen nur diese 10 zu sein. Da kommen keine mehr hinzu. Ja. Was soll ich dann tun? Warum habe ich so wenig Geld auf einmal? Ich habe doch so viel und habe doch jetzt in die Wirtschaft investiert. Es hätte doch immer mehr werden sollen dann eigentlich. Oh. Wir haben nicht mehr genug Strom. Das haben wir schon gleich. Da muss ich einfach kurz das Budget erhöhen. Und schon haben wir das. Ist eigentlich alles elektrifiziert? Ja, sehr schön. Ah, da fällt mir eigentlich, eigentlich habe ich schon angefangen, die Mietskaserne anstelle der Absteigen zu bauen. Achso, Kapazität, wie es aussieht. Sind noch nicht voll, die Mietskasernen. Ich reiße einfach meine Absteige ab, damit die voll werden. Muss man ja mal ein bisschen befördern. Hier bewaffnete Hausmeister holen wir da mal noch eine Elektrifizierung für alle. So. Wenn die Sommer schön voll werden, nämlich, das bringt es doch mehr als diese. Oh, jetzt muss ich das Budget gleich noch weiter erhöhen. Ja, da werden wir wahrscheinlich bald ein neues Kraftwerk brauchen. Aber das ist in Ordnung. Wir könnten natürlich auch ein Atomkraftwerk bauen. Da haben wir dann irgendwo Uran bestimmt. Und da liegt ja auch einiges an Nickel und Aluminium auf der Messe. Die Map ist schon reichhaltig, muss man mal sagen. Da haben wir Uran irgendwo? Ich schalte einfach mal auf Uran, damit wir gar nicht mal so viel da hinten einiges. Ja, und da aber, ja, ist jetzt tatsächlich nicht so nah und nicht viel. Gut, da kämen wir ganz gut hin, aber muss ja auch nicht sein. Ich bin nicht so der Fan von den Atomkraftwerken, muss ich ja sagen.
Einfach, weil die nicht, ja, die sind jetzt nicht so... Nicht so, also doch, die sind schon sehr effizient, aber irgendwie muss halt immer dieser Uran-Nachschub gewährleistet sein. Und das ist schon ein bisschen knifflig, wenn wir jetzt nur so ein kleines Vorkommen haben. Deshalb lasse ich das mal. Wir bekommen ja in moderner Zeit dann sowieso die Solarkraftwerke und die Windkraftwerke, die wir hier wahrscheinlich tatsächlich mal effizient nutzen können mit diesen schönen Hochebenen. Hier oben sollten die ganz effizient sein, die Windkraftwerke, oder ist es immer noch zu niedrig? Ich weiß nicht. Haben wir jetzt bald mal diese Spione verhaftet, alle? Da kommen einfach keine neuen mehr hinzu. Darf ich kurz durch, bitte? Gefängnis? Die sind alle schon im Gefängnis. Halt, die nicht. Ich fühle mich beobachtet. Barbara Walker, die ist noch nicht Aufenthaltsort Gefängnis. Was hat er damit gemeint? Die auch nicht, so. Gut. Dann sollten das jetzt, ja, das waren jetzt die zwei, die wir noch nicht hatten. Dann ist die Sache ja auch geregelt. Und jetzt könnte ich mal wirklich was für die Spaßzufriedenheit der Leute mal tun, so. Hier drüben wolltet ihr doch sicher schon immer eine Cocktailbar. Oder eigentlich wolltet ihr sie hier drüben. Die wollte die eigentlich hier drüben nämlich. Hier wollen die nämlich, der Ostblock will die hier drüben haben. Und wenn ich das nicht mache, steigen die mir irgendwann mit einem Ultimatum aufs Dach. Also mache ich das mal. Da fällt mir ein, ich könnte mal eine Kathedrale bauen. Nö, könnte ich nicht. Ah, aber ein Krankenhaus mal. Das wäre auch mal nicht schlecht. Alles so teuer. Na gut, werden wir uns dann schon auch holen, so. Nehmen wir das Geld abholen, so. Und jetzt könnten wir uns ein Krankenhaus leisten schon mal. Passt das hier hin einfach? Ja, es könnte ja auch... Ja, dann stellen wir es doch einfach mal... Stellen wir das einfach mal... hier hin. So. Das sollte dann auch was bringen. Ist ja schön nah an dem Wohngebiet dran. Hier läuft hier ja alles schön voll. Habe ich viele Obdachlose? Ja, keine Arbeitslosen allerdings. Wo sind denn die obdachlosen Bürger? Die meisten gut situiert. Also ich sollte mal ein paar Häuser bauen. Überhaupt, wie ist es mit dem Vermögen von den Bürgern? Oh, wir haben ganz viele Reiche. Wo kommen die alle her immer? Das überrascht mich immer so. Ich weiß mal gar nicht, wo die alle herkommen. Auf einmal hat man da immer so viele und ich weiß gar nicht, woher. Wo könnten wir denn mal Villen bauen? Hier oben? Soll ich hier oben neues Wohngebiet erschließen? Da fällt mir ein, ich könnte jetzt auch vielleicht mal anfangen, auf Tourismus zu setzen. Ach, hier unten könnte man doch ein paar Villen bauen. Hm. Ah, hier ist... Ja, hier ist auch... Hier sind doch gute Bedingungen. Hier sieht es doch schön aus. Könnte man doch hier lang anfangen zu bauen. So, fangen wir einfach mal... Fangen wir mal hier an. Den Wald lassen wir mal stehen für die Schönheit. Fangen wir einfach mal an, hier so ein paar Villen zu setzen. Ich mache es nur so halbwegs zufällig. Das sieht wahrscheinlich sehr zufällig aus und es ist auch ein bisschen zufällig. Aber ich habe schon ein bisschen immer nachgedacht, bevor ich das Haus platziert habe. Ich habe mir einfach drauf losgehämmert. Hier müssen auf jeden Fall, ja, es wäre natürlich alles zu modernen Apartments in der modernen Zeit verbessert hier. Also beziehungsweise ein bisschen umgebaut. Wir müssten dann halt. Ja. Das Paket ist frankiert. Wenn Sie verstehen, tun oder sagen Sie gar nichts. Vergessen Sie nicht, mich zu vergessen. Sie haben nichts gesehen. Ganz besonders nicht das tolle Gerät, mit dem ich mich von einem Ort abgeseilt habe, der nicht das Dach des Palastes war. Ach, nehmen wir mal ein paar Immigranten vielleicht. Ja, nehmen wir mal ein paar Immigranten. So, werden die Spione bald mal verhaftet? Das Gefängnis ist doch nicht voll. Nein, gut, das geht noch. Hat das schon Gewinn gebracht? Oh ja, das bringt Gewinn. Haha. Lohnt sich mit Strafarbeit. Wie soll ich die viel Tabak kommt bei denen nicht an? Hm. Energieknappheit. Nö, es fehlt ne... Oh. Weil die alle sofort elektrifiziert, die sind noch nicht mehr elektrifiziert und trotzdem Energieknappheit. Ich habe gar kein Geld für ein neues Kraftwerk allerdings. Ich meine, das mit der Spionage dauert ja, aber. Ich würde gerne mal mit denen hier. Warte mal, das benötigt 71. Der alte Trick. So, und jetzt haben wir dadurch nämlich Geld für ein Kraftwerk. Yep. So, und wohin mit dem guten Stück?
Hier so rein einfach? Warum nicht? Ja, besser kriege ich, glaube ich, nicht gebaut, die Straße. Also so. Bauen wir da mal noch ein Kraftwerk. Hier haben wir schon maximale Effizienz. Energieleistung sinkt, das ist nicht gut. Senkt Umweltverschmutzung. Zusätzliches Lager für Einheiten Öl. Brauchen wir auch gerade nicht. Wer ist eigentlich in der Rummestillerie? Da läuft's gut. Da liegen gut, eine gute Menge Waren noch übrig. Da fällt mir ein, ich würde gerne mal anfangen, in Tourismus zu investieren. Touristenhafen. Die sind ja so unglaublich teuer, ist das Problem. Aber sie bringen ja auch viel Geld. Weil wir noch so ein paar Strandvillen zwischenstreuen, zwischen die Luxusvillen, dann kommt das doch auch ganz gut, denke ich mal. Wird man auch elektrifizieren. Aber nicht jetzt. Ist das nicht ein bisschen, die werden doch erst im Weltkriege freigeschaltet. Und ich meine, da sollte eine Luxusvilla doch eigentlich schon standardmäßig elektrifiziert sein. Wenn das so als Zeitalter Weltkrieg, ich meine so, das fängt doch irgendwie 1914 an und geht dann bis in die 30er. Jawohl. Da könnte das schon standardmäßig eigentlich eingebaut sein. Und die bis in die 40er geht. Wir haben viel durch das Verhören von Windhams Spionen erfahren. So einiges klingt ausgedacht, aber irgendwas muss wahr sein, wenn auch nur rein zufällig. Bis in die 40er geht natürlich Zeitalter Weltkriege und wir haben die Operation Entenjagd abgeschlossen. Das hat nicht bis in die 40er... hat doch bis in die 40er gedauert. Pläne, euch mit einer explodierenden Zigarre zu ermorden. Pläne, Schiffe mit durch mit Dosenöffnern ausgerüstete Delfine zu versenken. Pläne, das Wetter mit Hochfrequenztönen zu manipulieren. Pläne, den Palast mit Hilfe von verwandten Katzen auszuhorchen. Und Präsidente, die Statue des fetten Delfins aus zwei Teilen zu bestehen. Scheint aus zwei Teilen zu bestehen. Bürger mit der Rolle, ja, das haben wir gemacht. So, wie geht's weiter? Dank Windhams absurden Gefühlsausbruch und dem, was wir durch seine Spione erfahren haben, haben wir einen Durchbruch erzielt, Präsident. Der verlorene Stoßzahn, Hauptauftrag. Der Delfin mit dem melonenartigen Kopf ist kein Beluga, was auch immer das sein soll, sondern ein Narwal. Das ist eine Art Einhorn mit Flossen. Als Bandana Gometh die Statue gekauft hat, war das Horn noch dran. Doch es ist während seines Angriffs auf das Grab der Itzka abgebrochen. Wir müssen die Ruinen durchsuchen, bevor der Hauer Windham in die Hände fällt. Viermal antike Ruinen und den Ausmus in offizieller Plünderungsort für mindestens ein Gebäude. Gut, dass ich gerade in Tourismus investieren wollte. Mir fehlt allerdings jetzt gerade Geld, um noch weiter... Aha, wo haben wir? Hier haben wir antike Ruinen. Aha, die haben jetzt tatsächlich eine Bewandtheit für die Story. Da ist nochmal was. Oh, ne, muss ich auf die Insel durch. Pariser schlafen nie, Sir. Und sie essen erst um 20:00 zu Abend. Zigarren liefern wir mal. Hosen. Oh nein, da ist die... Bestimmt sind das die einzigen vier antiken Ruinen, was? Nee, da sind nochmal welche. Ich könnte also da hingehen. Schöne Kokosnusshandelsroute. Das war nicht das, worauf ich gerade gewartet habe. Was sind alle Handelslizenzen schon voll? Warum kann ich die nicht kaufen? Ich habe doch genug Geld. Geht's jetzt? Ja. Ach, kostet 15.000. Na gut. Aha, wir könnten also hier hingehen. Ja, hier jawohl, ist ja... Die Operation ist wieder auf Kurs. Hier ist ja... Hier sind die Schönheitswerte ja bestimmt auch sehr hoch. Oh, und hier dann mit einer Brücke rüber und hier... Oh, hier ein Wohngebiet. Hahaha. Ach, hier bei diesem Wasserfall. Ja gut, ja klar, das kann man ja dann so weitermachen. Hier das Gebiet rüber. Das ist natürlich schnieke. Ich will jetzt nur, wo ich die antiken Ruinen bauen soll. Also die, da kommen wir leicht ran und die... Naja, wir kommen auch leicht an die. Boah, die sehen ja auch... Ich meine, die sehen ja auch einfach am coolsten aus. Ja, und hier dann Tourismus. So, hier ein paar schöne Strandvillen. Und, ja, vielleicht eine Seilbahn. Von hier so. Und dann läuft das doch eigentlich. Andererseits muss ich so Brücken über diese Inseln bauen. Das möchte ich eigentlich auch wieder nicht. Das Problem ist, ansonsten muss ich hier hinten hin. Ja, das ist auch weit weg, nämlich... Ja, und das da sowieso. Andererseits, hier hinzukommen wäre sowieso ganz... Ja doch, wir können auch hier ein gutes Wohngebiet bauen. Dann nehmen wir einfach noch die Ruinen und die mit.
war. Und dann haben wir jetzt 4. Dann klappt das ja. Bräuchten wir nur ein wenig Geld, um das machen zu können. Hm? Geld, Leute? Habt ihr sowas für mich? Erst in 4 Monaten, schade. Immerhin läuft die Spionage. So, hier könnte ich jetzt... Hier könnte ich jetzt gerade Kriegsrecht noch erforschen. Und ansonsten geht es jetzt hier mal mit dem Erforschen los. Aber das bringt uns leider auch nicht gerade Geld. Mhm. Ich könnte mal diese ganzen Gebäude... Die Bürger verlangen nach Wahlen, Präsident. Keine gute Zeit. Oh Mann, bin ich jetzt unbeliebt. Und die ganzen Kontrollpunkte, die brauchen wir jetzt hier gar nicht mehr. Sparen wir ein bisschen Geld oder erhöhen die Freiheitswerte? Das ist ja auch mal was wert. Ne, das ist eine Busstation, die sollte ich nicht abbrechen. Hier, den Kontrollpunkt. Den sollte ich entfernen. Und hier auf der Straße habe ich, glaube ich, irgendwo einen gebaut. Nicht. Habe ich nicht. Aber hier hinten doch. Hier habe ich einen Schutzturm gebaut. Kein Kontrollpunkt? Ich dachte, da wäre auch irgendwo ein Kontrollpunkt gewesen. Nein! Jetzt wird ihnen keine Kohle mehr geliefert. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Blöde Sache, blöde Sache. Los, arbeitet schneller. Warum arbeitet denn da niemand mehr? Nein, wir haben nicht genug Arbeiter. Nein! Die haben alle keinen Strom mehr. Das ist nicht ganz so gut. Das ist nur so mittelgut. Brote. Ich könnte Brote haben. Und Konserven natürlich sowieso. Und ich bräuchte Beliebtheit. Kann ich die von euch haben dafür? Die meisten sind irgendwie in diesem roten Stil gebaut worden. Ja, sind aber alle schön. Naja, ist nicht so voll. Mhm. Naja. Aber gut, hier bauen wir einfach... Also hier müssen wir ja eigentlich ein Wohngebiet. Hier auf diesem Tal, das sich dann hier da oben rum... Ja, auf der Insel, also auf der Insel kann man schon cool bauen. Erst war ich ein bisschen skeptisch, weil die Schönheitswerte überall niedrig sind. Aber eigentlich, wenn hier hinten müssen die aber mal hoch sein. Naja. Was habt ihr denn gegen dieses Tal? Das sieht doch cool aus. Weil hier, Leute, hier die Berge links und rechts und dann hier dieser Blick. Was wollt ihr denn? Sogar noch eine Malerei an der Wand. Wie kann denn hier Schönheitswerte nur... Also Leute, kommt schon. Ja gut, kann sein, dass das hier noch ein bisschen, aber... Hm. Kommt mal, Leute. Mal ehrlich. Also wenn sie hier hinten... Hier hinten müssen die aber. Hier hinten... Ja, hier hinten sind die tatsächlich hoch. Ja, aber warum jetzt? Warum ist das jetzt... Warum ist das jetzt ein guter Berg und das hier ist ein schlechter Berg? Was soll das? Und warum bin ich so pleite? Was soll das erstmal? Jetzt läuft es ja langsam. Unbeliebt waren wir ja auch noch. Da sind wir immer noch. Das ist auch ein Problem. Aber das wird sich schon lösen. Irgendwann wird sich das gelöst haben. So, jetzt haben wir Geld. Jetzt baue ich einfach die antiken Ruinen schon mal. Ich weiß, wir können damit nur so mittel viel anfangen im Moment, weil wir noch keine Touristen haben. Aber Spaßabdeckung. Oh, das ist ja ein riesen Feld, was das öffnet. Da kommen die leider nicht hin, ist das Problem. Da muss ich erst Straßen erschließen. Na gut, hier hin. Ja, hier kommen die Bauarbeiter hin. Ich drehe das aber mal so vielleicht, dass es mit dem auch übereinstimmt hier. Das wäre vielleicht besser. Hallo? Ach, wegen zufälliger Variation oder wie? Ja, nee, das soll schon so aussehen. Genau, so. Ich brauche mehrere. So, das hier oben wollen wir natürlich noch haben. So, das ist schon da. Zack. Und jetzt noch das habe ich gesagt und das. Ja, müssen wir einfach halt eine Brücke bauen. Wird ja wohl zu schaffen sein. Naja, das wird ganz sicher gehen. Kann ja nicht so schwer sein, eine Brücke zu bauen. Auch nicht so teuer, hoffe ich mal. Oh Mann, aber das wird eine lange Straße, ist das Problem wiederum. Das wird eine... Oh, meine Fresse. Schub, einmal da lang. Denn die kommen ja sonst auch gar nicht... Oh doch, die Arbeiter, die würden dann tak tak hier lang laufen. Hier einmal um den See rumlaufen. Aha, also es würde tatsächlich reichen, nur hier lang eine Brücke zu bauen. Aber das kann ich ja nun auch keinem anbieten. Deshalb, das hier scheint die offizielle Zufahrt... Ne, was ist denn hier die offizielle Zufahrt? Das hier? Das ist wohl die offizielle Zufahrt auf diese Insel.
Ja, aber da komme ich doch von der Seite aus dann nicht recht ran. Das sollten wir dann am besten über eine Seilbahn machen. Wo haben wir die Dinger? Die sind viel zu teuer. Schande. Wie soll ich mir das leisten können, Leute? Habt ihr daran schon mal gedacht? Okay, okay, verbinden wir erstmal die Dinger hier mit Brücken. So, einfach direkt hier rüber. Oder besser, oder wartet, vielleicht besser. Ja, hier so die Straße hoch oder hier hinten, wo es so groß ist. Hinten, wo es so groß ist, vielleicht lieber. So, hallo, bau die Brücke. Dann müsst ihr auch schon ein bisschen mitarbeiten, Leute, sonst wird das nichts mit der Brücke. Gibt es jetzt wieder einen Grund, dass er sich nicht gerade baut? Achso, dann würde die da landen. Ja, ich könnte sie auch von hier aus ausbauen. So, könnte man das doch... Könnte man die doch so bauen? Und dann... Hier so runter. Und jetzt müssen wir am besten von der anderen Seite auskommen. So, einmal... Ja, hier ist doch schon so eine Schneise durch den Wald. Die können wir doch gleich recyceln. So, einfach das wiederverwertet. Hier wird nichts verschwendet in Tropico. Hier werden sogar Schneisen durch den Wald wiederverwendet. Und das schließt sogar sehr schön ab. So, und jetzt... Einfach... Ich muss dann hier irgendwo eine Biegung machen. Könnten wir sie einfach... Wartet, wir könnten einfach so und das dann so verbinden. So. Einfach so, da könnte man vielleicht auch... Ich glaube, man das hätte anders bauen können, aber ich glaube, das ist schon ganz gut so. So, dann kann man das von hier aus doch einfach runterführen. Dann kann hier eine Brücke gebaut werden. Die sieht doch auch ganz kunstvoll aus. So, und dann... Verbindet man das so längs. So, und jetzt hier schön auch durch die schon vorhandene Schneise durch. Wieder mal Recycling hier. Wartet mal. Besser so lang. Und jetzt... Ja, jetzt... Jetzt ist es schwierig, wo ich die anbinden soll. Dreht mal die Botschaft am besten. Dreht die mal kurz. Dreht die mal so lang. So. Jetzt einfach die Straße hier lang durch. Und warum kann er die jetzt nicht gerade miteinander verbinden? Ach so, weil es wieder keine 90-Grad-Kurve ist. Alles klar, dann haben wir doch jetzt die Gebiete zumindest schon mal miteinander verbunden. Ja, und das hier... Ich meine, die könnten hier ja wahrscheinlich... Ich glaube, die können nur da laufen, wo auch Straßen sind. Also... Aber das würde ohne eine Seilbahn dann nicht gehen, oder wie? Aber die kann ich mir doch nicht leisten. Doch, die kann ich mir leisten. So... Nö. Na klasse. Gut, dann können wir uns diese Seilbahnstation eben erst in der nächsten Folge leisten. Wenn ihr die nicht verpassen wollt und den Kanal unterstützen, lohnt es sich zu abonnieren. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ihm gerne einen Daumen nach oben geben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.